So, wir haben wirklich Glück gehabt. Wer das Video von Oslo den zweiten Tag gesehen hat, hat ja gesehen, dass wir gestürzt sind. Trotzdem sind keine Verletzungen zurückgeblieben. Das heißt, wir dürfen direkt nach Lillehammer gehen und uns den ersten Tag von Lillehammer wieder bei schönem Wetter auf die Schanze begeben. Wir sind heute auf der 123 Meter Schanze und wir kümmern uns gleich einmal um die Qualifikation mit dem ersten Sprung. Ja, 91% geht so, sollte für die Qualifikation reichen. Hängt vom Absprung ab. Der war sehr flach am Schanzentisch. Ich glaube, wir werden hier das gleiche Problem wie in Oslo. Seitenwind bei der Landung, das könnte sehr knapp werden. So, der Absprung war zu spät, tatsächlich zu spät herausgegangen. Dadurch so flach am Schanzentisch und ja, wir sind zwar runter rechtzeitig, aber ja, das Problem war einfach der Seitenwind, der am Schluss da war. Hoffen wir jetzt, dass wir in den ersten Durchgang kommen. 35. Ein paar Springer kommen noch. Unter die ersten 50 müssen wir kommen. Das geht sich gerade nicht aus. Das heißt, oh, 61. Ich glaube, wir können hier ja schon fast abbrechen. Schauen wir noch einmal. Ja, der Sprung findet ohne uns statt. Das heißt, wir sehen uns am besten am zweiten Tag wieder.